Es flattern die Kirchenfahnen, es singt im Kirchenturm. Das ist zu Köln am Rheine, da geht die Prozession. Die Mutter folgt der Menge, den Sohn, den führt sie. Sie singen beide im Chor. Grundgedanke, die erste Idee zu dieser Aufnahme kam uns eigentlich, als wir vor 9 Jahren ein Konzert zusammen gemacht haben in dieser wunderbaren Marienbasilika mit diesem einzigartigen Instrument, der Seifertorgel, wo wir ein besonderes Stück musiziert haben, die Wallfahrt nach Kevlar. Die kranken Leute bringen ihr Dar als Opferspend aus Wachs gebildete Glieder, viel wächserne Füß und Händ. Das ist die Vertonung einer Heine-Ballade, die extrem populär war, das ganze 19. Jahrhundert lang. Es gibt über 30 Vertonungen dieser Ballade. Und wir haben eine für tiefe Stimme und Klavier oder großes Orchester gewählt und diese adaptiert auf die Orgel. Felix Weingartner ist mir persönlich als Komponist, als Musiker, als Persönlichkeit zum ersten Mal aufgefallen als Nachfolger von Gustav Mahler an der Hofoper in Wien. Die Vertonung der großen Heine-Ballade Wallfahrt nach Kevlar. Die hat er 1886 geschrieben. Es war eine unglaublich spannende Sache, das auf die Orgel zu übertragen mit den Möglichkeiten, die wir hier haben. Da spielt natürlich das Instrument eigentlich so am Höhepunkt seiner Möglichkeiten. Das hat unglaublich viel Freude gemacht. Noch Bau, noch Berg vorhanden war, noch irgendein, noch die Sonne schien, noch der Mond nicht leuchtete, noch das herrliche Meer, das herrliche Meer. Augustinus Franz Kropfreiter, jahrelanger Stiftsorganist in St. Florian an der Bruckner Orgel und sehr erfolgreicher Komponist. Mit Preisen überhäuft. Für mich war das vor 10 Jahren eine Entdeckung. Und diese drei geistlichen Gesänge, die wir musizieren, die sind für Bariton und Orgel original und sie liegen einfach wahnsinnig toll in der Stimme. Die Sprache erinnert mich auch sehr an den Schweizer Komponisten Franck Martin, den ich auch sehr schätze und liebe. Mit ihm gute Geister. Peter Cornelius hat das Vaterunser, das wir musizieren, als 30-Jähriger komponiert. Und in diesen Texten, die er selbst geschrieben hat, das ist eine große Spezialität bei Peter Cornelius, er war vor allem auch als Literat auch bekannt und als sehr begabter Dichter, hat er wie das Vaterunser paraphrasiert. Und die andere Spezialität dieser Komposition ist auch, dass er den gregorianischen Choral jeweils als Motto vor den Stücken voranstellt und über diesen Cantus Firmus dann sein Stück schreibt. Und zwar mit einer solchen Meisterschaft, dass man zum Teil gar nicht mehr merkt, wo dieser Cantus Firmus überall wirkt im Stück. Wozu dir mein Fliehen steigen, verleih den Tönen, die mein Mund dir lag.
Cornelius war die Übertragung auf die Orgel etwas anders gelagert, weil der Klaviersatz im Grunde genommen ja eigentlich vorliegt. Und das ist natürlich auch immer eine spannende Sache, wie man das Ganze dann auf dem Instrument einrichtet. Und auch da ist letztlich über die Arbeit entstanden, im Grunde genommen machen wir weniger eine Orgelfassung, sondern wir versuchen auch eine Orchesterfassung aus diesem Klaviersatz zu machen, mit dieser Farbigkeit. Und da bieten 9 Sätze dieses Werkes natürlich auch die Möglichkeit, die unterschiedlichen Facetten des Instrumentes darzustellen. Gott prüft sie und findet sie seiner wert, wie Gold im Feuer. Josef Gabriel Rheinberger ist es die Situation, dass er selber natürlich Organist war und diese Stücke ja auch original für Orgel als Begleitinstrument konzipiert sind. Wir haben 4 dieser geistlichen Lieder für Stimme und Orgel ausgewählt. Die werden glänzen wie die Funken. Tragfähigkeit zu entwickeln, diesen Raum zu füllen, diese weiten Bögen, jetzt auch speziell bei uns in der Basilika. Und das war die Motivation für uns, das eben auch auf diesem Instrument adäquat darzustellen. Und unser Grundanliegen ist es, dass wir so viele Facetten dieses wunderbaren Instrumentes gerne zeigen möchten. In Verbindung mit dem Wort, in Verbindung mit Geschichten, in Verbindung mit der menschlichen Stimme.